Caro, wann schmelzen jetzt die Gesichter? <laughs> mein Gesicht ist schon am Schmelzen, weil wir genau in den Bereichen sind, auf die ich jetzt gewartet habe, wo man gut einkaufen kann. Und ihr wisst, wir haben schon, wir haben schon eingekauft. Zwar ungefähr das 25 bis 30 Prozent erst, aber das war schön. Das war schön. Ich denke mal, mit Gesichter schmelzen meinst du eher die Phase, wenn der nächste Boran kommt? Aber wie gesagt, ich denke mal, der nächste Boran, der wird irgendwann 2,25 kommen. Einer der Coins, die ich, die ich gerne noch kaufen möchte, wenn er, wenn, wenn da warte ich aber noch, das war Cythereum. Ist recht kontrovers, halten einige für nichts, aber dass die Federal Reserve mit denen zusammenarbeiten möchte, äh, das, das, das ist schon ein Indiz, das reicht mir schon dafür. Und die haben ein sehr interessantes System. Die haben. Ähm, Proof of Work trotzdem, aber auf einer modifizierten modifizierte Art und Weise, was ich sehr, sehr interessant fand. Da können wir mal irgendwann mal drauf eingehen? Ich würde gerne deine Meinung zu Verge äh, wissen. Es ist ein äh, Privacy-Coin, äh, also sowas wie Monero. Ja, ich weiß, ich kenne Verge. Da, das ist das Einzige. Also, ich, ich war ja in Zcash nur rein investiert und das auch nur mit einem kleinen Betrag. Ähm, weil ich dachte, hey, vielleicht kommt da die Explosion und wenn er sein All-Time-High erreicht, dann kann man da schöne Gewinne mitnehmen. Die Position habe ich immer noch offen, werde ich nicht schließen. Ähm, das war der einzige Grund. Und da habe ich auch schon gesagt gehabt, in Zukunft würde ich langfristig nicht in Zcash investieren. Warum? Ich weiß nicht, wie Regierungen drauf gestimmt sein werden. Monero hat da sowieso seine Lücken. Ähm, darum habe ich erst Zcash genommen. Verge das gleiche Ding halt. Ne? Wie, ich habe da, hab da kein sicheres Gefühl, was, was, da, was da passieren wird. Ne? Ähm, werden Regierungen sagen, nein, dieses komplette ähm, Privacy-Ding wollen wir nicht. Es ist uns zu gefährlich. Man soll transparent sein oder man, man wird ausgestoßen. Ist mir noch zu gefährlich. Ist mir noch zu gefährlich. Darum. Aber sonst, Verge ist ein sehr, sehr interessantes Projekt. Ist ein sehr, sehr interessantes Projekt. Ich habe es mir nie tiefgründig angeguckt. Habe mich mal ein bisschen reingelesen. So viel kann ich auf jeden Fall dazu sagen, dass es kein popokoln ist. Registriere dich jetzt bei BitVavo und profitiere von den Vorteilen.